Herzlich willkommen zu einem neuen Mathematik-Tutorial der Science Barbie. Wir lösen nun gemeinsam eine inhomogene lineare Differentialgleichung erster Ordnung mit der Methode der Variation der Konstanten. Also, wir haben hier eine inhomogene lineare Differentialgleichung. Warum ist sie inhomogen? Weil wir hier einen Störterm haben. Sie ist auf jeden Fall linear, das heißt hier sowohl die gesuchte Funktion selbst als auch deren Ableitung treten mit der ersten Potenz auf, also es wird auch kein, also nicht zum Beispiel quadratisch oder miteinander multipliziert, aber hier der Koeffizient der gesuchten Funktion y ist eben nicht konstant, sondern eben variabel. Daher können wir das jetzt nicht mit einem Lösungsansatz lösen, sondern müssen die Methode der Variation der Konstanten wählen. Machen wir das jetzt Schritt für Schritt gemeinsam. Also, was machen wir im ersten Schritt? Im ersten Schritt bestimmen wir die Lösung der homogenen Gleichung, also die homogene Lösung. Also, wir lösen hier die homogene Gleichung und anstelle von y' schreiben wir gleich dy nach dx. Plus x mal y ist gleich 0, also wir lösen die homogene Gleichung. So, dann formen wir um. Zunächst also die Lösung der homogenen Gleichung mittels Trennung der Variablen. Wir geben jetzt einmal diesen Term auf die rechte Seite. Dann bleibt links dy nach dx ist gleich. Also diesen Term geben wir auf die rechte Seite. Dann steht hier minus x mal y. Und jetzt möchten wir natürlich noch, dass wir alle y auf einer Seite haben und alle x. Das passiert eben, indem wir mit dx multiplizieren und durch y dividieren. Also, wir haben dann stehen 1 durch y auf der linken Seite, wir dividieren ja durch y, dann brauchen wir hier ein Äquivalenzsymbol, mal dy ist gleich auf der rechten Seite minus x mal dx. So, die Variablen sind getrennt, auf der linken Seite haben wir die y, auf der rechten Seite haben wir die x. Jetzt können wir beide Seiten integrieren. Auf der linken Seite integrieren wir nach y, auf der rechten Seite der Gleichung nach x. So, Integral von 1 durch y ist ln y. Ist gleich und das Integral von minus x ist minus x² halbe. Plus die Integrationskonstante c. So, jetzt nehmen wir natürlich die Exponentialfunktion als Umkehrfunktion zum Logarithmus. Also wir nehmen jetzt die linke Seite e hoch und die rechte Seite e hoch. So bleibt uns links absolut Betrag von y ist e hoch minus x² halbe plus c. Wie können wir das jetzt noch umformen? Ja, da können wir auch sagen, okay, y, also ihr lasst die Absolutbetragsstriche hier weg, dann muss ich hier natürlich sagen, plus minus e hoch minus x² halbe mal, jetzt kann ich das nach den Rechenregeln für Potenzen e hoch c. Also, jetzt bringe ich es noch in eine andere Reihenfolge. Nämlich, y ist gleich. Jetzt schreibe ich zunächst hier die Konstante vorne hin. Nämlich, was ist ein e hoch c? Ja, e hoch c ist wieder eine Konstante c, eine andere. Aber ich schreibe also e hoch c wird hier wieder eine Konstante c mal e hoch minus x² halbe. Und ob das jetzt plus oder minus c ist, das müssen wir dann eh zum Schluss bestimmen. Also können wir auch einfach sagen, y, die homogene Lösung, ist gleich c
mal e hoch minus x² halbe. Damit haben wir jetzt mal die homogene Lösung bestimmt. Jetzt im zweiten Schritt folgt die sogenannte Variation der Konstanten. Wie schon der Titel dieses Videos zeigt, Variation der Konstanten. Warum? Ja, weil eben dieser Koeffizient hier vor dem y, also mit dem das y multipliziert wird, variabel ist. Da könnte jetzt auch x² stehen oder 1 durch x, irgendeine Variable. Wenn hier 7 steht oder ein Skalar, so könnten wir jetzt mit einem Lösungsansatz weiterarbeiten, was ein bisschen einfacher wäre. Aber hier steht eine Variable, also Variation der Konstanten. Das funktioniert jetzt so. Anstelle von c setzen wir jetzt eine variable Funktion k von x ein. Also mal e hoch minus x² halbe. Wir sehen, wir brauchen auch die erste Ableitung. Also müssen wir das auch einmal ableiten. Y' ist gleich, Achtung, es geht jetzt nach der Produktregel, u'v plus uv'. Also y' ist dann k' von x mal e hoch minus x² halbe plus u, das ist mein k von x, mal v'. Das heißt, hier gilt jetzt, das ist ja wieder eine, hier müssen wir die Kettenregel anwenden für die Ableitung, also innere Ableitung mal äußere Ableitung. Was ist die innere Ableitung? Minus x² halbe abgeleitet wäre minus 2x halbe, dann kürzt sich die 2 raus, ist also minus x. Das ist jetzt die innere Ableitung dieses Terms hier und die äußere Ableitung nach der e-Funktion bleibt ja erhalten. E hoch minus x² halbe. So, jetzt haben wir hier diese Gleichung. Y' plus x mal y ist gleich x. Wir setzen jetzt anstelle von y' diesen Term ein und anstelle von y diesen Term. Und das machen wir jetzt. Also y' ist dieser Term hier. Das ist also k' von x mal e hoch minus x² halbe. Jetzt hier dieses Minus setze ich gleich vorne hin. Minus x mal, okay, das Minus x habe ich jetzt da davor hingesetzt. K von x mal e hoch minus x² halbe. Das ist die erste Ableitung. Jetzt kommen wir hier. Plus x mal y. Das ist hier. K von x mal e hoch minus x² halbe. Jetzt geht es hier weiter. Ist gleich x. So, jetzt können wir das schon am Anfang ein bisschen zu vereinfachen. Und zwar, wir sehen hier, wir haben hier minus x mal k von x mal e hoch minus x² halbe plus x mal k von x mal e hoch x² halbe. Diese beiden Terme heben einander auf. Also bleibt mir dann hier zum Schluss stehen, k' von x mal e hoch minus x² halbe ist gleich x. So, das heißt, jetzt möchte ich einmal zunächst dieses k von k' von x bestimmen. Wie geht das jetzt? Multipliziere ich zunächst, das schreibe ich explizit an, beide Seiten dieser Gleichung mit e hoch x² halbe. Warum? Ja, weil e hoch minus x² halbe mal e hoch plus x² halbe ist 1. Dann bleibt mir jetzt auf der linken Seite stehen k' von x ist gleich x mal e hoch x² halbe. Also x mal e hoch x² halbe. So, dann das k von x, ich habe ja hier k' und ich möchte ja k von x wissen, ist ja jetzt das unbestimmte Integral von x mal e hoch x² halbe dx.
Und das ist gleich, Achtung, das schreibe ich hier dazu, partielle Integration. Das führe ich jetzt nicht vor, dazu habe ich einige Videos erstellt. Das ist eigentlich recht ein leichtes Integral. Bitte probiert das aus. Also hier, das löst man mit partieller Integration. Das x leiten wir ab und das e hoch x Quadrat halbe integrieren wir. Das dann wieder Integration mit der Substitutionsmethode. Ist aber jetzt hier gerade nicht Thema, deshalb würde ich euch wirklich bitten, probiert das zu integrieren. Wenn es nicht klappt, kann man mir in den Kommentaren den Wunsch hinterlassen, dann rechnen wir mal dieses Integral hier vor. Also, das k von x ist gleich, ich habe das jetzt hier vorbereitet, wie bei einer Kochshow, ist dann e hoch x Quadrat halbe plus c. So, das ist jetzt quasi das Ergebnis unserer Variation der Konstanten. Jetzt im dritten Schritt bestimmen wir die allgemeine Lösung. Und zwar, wir haben hier die homogene Lösung und anstelle von c setzen wir hier das Produkt, dieses k von x ein. Also, mein y ist dann gleich. Ich habe hier eben das e hoch x Quadrat halbe plus c mal e hoch minus x Quadrat halbe, das steht ja hier. Folgt, das y ist gleich. Schau mal, e hoch x Quadrat halbe mal e hoch minus x Quadrat halbe ist 1 plus c mal e hoch minus x Quadrat halbe. Das ist jetzt die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung. So, und im letzten Schritt setzen wir noch den hier oben gegebenen Anfangswert ein. Wir haben ja hier ein Anfangswertproblem. Nämlich y von 2 ist gleich 2. So, anstelle vom y setzen wir die 2 ein. Und anstelle vom x setzen wir ebenfalls 2 ein. Also 2 ist gleich 1 plus c mal e hoch minus 2 zum Quadrat ist 4, halbe ist 2. Ja, also können wir das jetzt auflösen. Jetzt gehen wir mal die 1 auf die linke Seite. Also haben wir weiter gleich 2 minus 1 ist 1. Ist gleich c mal e hoch minus 2 und jetzt multiplizieren wir noch, das ist hier der Trick, mit e hoch 2, das hebt sich dann hier wieder auf, dann haben wir e hoch 2 ist gleich c. Also unsere Integrationskonstante haben wir jetzt auch bestimmt, das heißt die Lösung dieser Differentialgleichung ist dann y ist gleich 1 plus e hoch 2 mal e hoch minus x Quadrat halbe ist gleich 1 plus e hoch 2 minus x Quadrat halbe. Könnte man das noch schöner hinschreiben? Ja, da nicht, da sitzt keiner. Also y ist gleich 1 plus e hoch 4 minus x Quadrat halbe. Ich habe hier im Exponenten das noch einmal auf den gemeinsamen Nenner gebracht. So, was haben wir jetzt gelernt? Wir haben gelernt, wenn wir hier eine inhomogene lineare Differentialgleichung erster Ordnung haben, mit einem variablen Koeffizienten, müssen wir die Variation der Konstanten anwenden. Das heißt, wir berechnen uns zunächst die homogene Lösung. Anstelle dieses c setzen wir k von x und berechnen hier mit der Variation der Konstanten im Prinzip eine partikuläre Lösung, führen dann hier
das wieder zurück anstelle des c und erhalten die allgemeine Lösung. Wenn wir noch den Anfangswert einsetzen, erhalten wir die Lösung dieser gewöhnlichen Differentialgleichung. Was ist wichtig? Es wichtig ist, integrieren zu können. Also es macht sicher Sinn, noch einmal die Methoden der partiellen Integration und der Substitutionsmethode zu wiederholen. Eine lange Rechnung. Trotzdem, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir bitte ein Like und abonniert meinen Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.